Ja, hier steht das Eichhörnchen. Sieht nicht wie ein Eichhörnchen aus, kann aber nachweislich genauso gut klettern. Ich weiß das, ich habe es gesehen im vergangenen Jahr. Was ihr heute Abend oder morgen vorhabt, das werdet ihr jetzt nicht sagen. Nein. Aber ja, man soll ja nichts ungefragt lassen. Also, es wird eine Überraschung sein oder auch keine oder es wird gar nicht sein. Das muss man erstmal entscheiden. Ja. Wir sagen immer, Kreativität ist eine Waffe und diese Waffe haben wir schon und müssen wir sehen, wie wir die umsetzen. Okay. Und du bist ja, eine artistische Kletterin, kann man sagen. Wo hast du das Klettern gelernt? Ganz klein. Ja. Meine Mutter hat mich immer in die Berge mitgenommen. Eigentlich bin ich Alpinistin und ich habe ganz viel Wettkampf gemacht. War einmal Frankreichmeisterin, aber irgendwie gegen die anderen Klettern war das doch nicht mein Ding. Ja. Deswegen habe ich gesagt, ich klettere für was, und zwar für eine bessere Welt. Ja, das ist ja ganz offensichtlich gelungen. Hast du in den französischen Seealpen klettern gelernt, oder? Ein bisschen überall, auch in der Halle, aber ja. Ich bin häufig in den Alpen gewesen. Ja, Meine Mutter wohnt auch dort. Ja, und jetzt kletterst du bevorzugt an Kernkraftwerken rum? Ja. Nein, Kernkraftwerken, also ich finde es sehr unheimlich, so in der Nähe von einem AKW sein. Also ein Bäumen, Gebäude, wo man eine schöne Transparente aufhängen kann, aufmerksam machen, Sand im Getriebe sein oder über Badanlagen, wenn da ein Atommüll zukommt. Ja. So ähnlich. Ah ja. Im vergangenen Jahr bist du ja richtig schön abgehangen wie eine Fledermaus mit dem Kopf nach unten an der Brücke. Das hat aber seinen Zweck, nach unten Kopf über, weil der Gurt, der schnürt auf die Beine und man muss sich regelmäßig bewegen und dann der Blut einfach hin und her gehen lassen. Also das hat sogar seinen Sinn, dass man auch kopfüber hängt. Ja. Also nicht die ganze Zeit. Ja, okay. Und da hing ja noch jemand mit, nämlich... du warst ja mit dabei bei der Aktion. Sie ist Lehrerin und was bist du? Ich studiere noch Informatik. Ah ja, das hat ja auch mit Zukunft zu tun, mit einer friedlichen Zukunft, hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Und ich bin demnächst fertig und gucken, was dann ist. Ja, und seit wann seid ihr beide da? Also ich mache schon länger irgendwie Politik in verschiedenen Bereichen, aber so Klettern tue ich seit letztem Herbst. Ja. Ziemlich genau ein Jahr. Ja. Genau, das war Ihre erste Aktion vor einem Jahr. Ja, genau. Ja. Ah, gut. Ja, gut. Für die erste Aktion schon ganz schön anstrengend. Ja, aber ich meine jetzt, seit wann seid ihr heute da, hier? Hier, also seit ein paar Stunden, also nicht mehr. Seit einer Stunde oder so. Ja, okay, also da ist das Interview noch ganz frisch. Und dann sehen wir uns heute Nacht. Und ihr habt da ein Date, über den ihr noch nicht viel sprechen dürft. Genau. Könnt.
Ich hätte doch gar keine Zeit.